Die Zahl der in Deutschland durchgeführten Schönheitsoperationen ist stark angestiegen. Und zwar vor allem bei Männern. Im Jahr 2018 sprach man sogar von einer Verdopplung der operativen Eingriffe bei Männern. Im selben Jahr wurden übrigens allein in Deutschland insgesamt 77.500 Schönheitsoperationen durchgeführt. Weltweit waren es ein Jahr zuvor, im Jahr 2017, ganze 23,4 Millionen. Ich finde, allein diese Zahlen zeigen schon, dass es sich lohnt, mal darüber zu sprechen. Auf dieses Video habe ich mich ganz besonders gefreut, denn ich habe schon innerhalb von 5 Minuten so viele spannende Statistiken gefunden, dass ich euch sie gar nicht alle zeigen kann. Bevor wir jetzt aber zu den ganzen spannenden Fakten kommen, kommen wir erst einmal zu der Rubrik 2 Wahrheiten und eine Lüge. In einer Umfrage in Deutschland im Jahr 2019 gaben ganze 16% der Befragten an, dass sie eine Schönheitsoperation durchgeführt haben, motiviert durch ihr persönliches Umfeld und nicht aus eigener Motivation heraus. Nur 54% der Personen, die eine Schönheitsoperation gemacht haben, gaben an, sehr zufrieden mit dem Ergebnis zu sein. Die Haartransplantation ist mit einem Durchschnittswert von 5.800 Euro die teuerste Schönheitsoperation in Deutschland. Fangen wir erst einmal von vorne an. Warum entscheiden sich Personen überhaupt für eine Schönheitsoperation? Und im letzten Video habe ich ja schon mal so anklingen lassen, dass die Unzufriedenheit mit sich selbst einen Grund darstellt. Das fällt in der Statistik, die ich gefunden habe, unter dem Punkt ästhetischer Leistungsdruck. Und dieser wiederum ist auch der mit Abstand am häufigsten angegebene Grund, gefolgt von den gesundheitlichen Beschwerden. Der dritthäufigste Grund ist einer, den ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte und bei dem ich auch nicht gedacht hätte, dass er eine Rolle spielt. Die Rede ist von dem Erscheinungsbild auf Fotos bzw. Selfies. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr damit gerechnet hättet. Weitere Gründe für eine Schönheitsoperation sind darüber hinaus die Annäherung an ein ästhetisches Vorbild und tatsächlich auch die Verbesserung der Berufschancen. Ich finde bei dem Ganzen besonders spannend, dass es so relevant zu sein scheint, wie wir auf Selfies aussehen. Und ehrlich gesagt war mein erster Gedanke, wie jetzt? Wollen die Menschen einfach nur hübsche Bilder haben, um sie auf Social Media zu stellen? Aber ein paar Sekunden später habe ich mir schon gedacht, okay, diese Erklärung ist vielleicht etwas zu einfach. Ich meine, sie kann trotzdem wahr sein. Ich habe jetzt keinen Beleg für das Folgende, das ich sage. Aber meine Vermutung ist eine andere. Ich glaube, wir sehen einfach auf Bildern anders aus als im Spiegel. Und es ist tatsächlich so, dass wir unser Spiegelbild positiver bewerten, weil wir es häufiger sehen. Was bei Selfies ja jetzt nicht so der Fall ist, zumindest nicht der Regelfall. Und ja, es ist tatsächlich auch ein bekanntes Phänomen und dieses Phänomen nennt sich Mere-Exposure-Effekt. Die frühere Konfrontation mit einem Reiz ist bereits eine hinreichende Bedingung dafür, dass dieser Reiz bei einer späteren Begegnung positiver bewertet wird. Diesen Effekt nutzt man auch in der Werbung, beispielsweise in der Musikbranche. Man spielt einen Song immer wieder im Radio und durch das mehrmalige Hören wird dieser Song für den Hörer immer besser und besser. Jetzt aber wieder zurück zu den Schönheitsoperationen. Und zwar haben ja auch 2% der Befragten angegeben, dass sie sich durch eine Schönheitsoperation bessere Berufschancen erhoffen. Und tatsächlich ist es so, dass hübsche Menschen bessere Berufschancen haben. Auch hier steckt ein Effekt hinter, nämlich der Halo-Effekt, der besagt, dass man von einer bekannten Eigenschaft einer Person auf eine unbekannte Eigenschaft schließt. Die bekannte Eigenschaft wäre in diesem Fall eine hübsche Person, also hübsch sein, und die unbekannte Eigenschaft könnte sein, die Person ist dadurch auch automatisch geselliger, intelligenter oder kreativer. Im Jahr 2018 war die weltweit mit Abstand am häufigsten durchgeführte Schönheitsoperation die Brustvergrößerung. 99% der Brustvergrößerungen wurden hierbei von Frauen durchgeführt und nur 1% von Männern. Aber ich denke, das ist für die meisten jetzt eher weniger überraschend. Die am zweithäufigsten durchgeführte Operation ist die Fettabsaugung. Der Fettabsaugung folgt die Lidplastik, die Bauchstraffung und dann die Nasenkorrektur. Und die Nasenkorrektur ist auch die Operation, bei der die Männer verhältnismäßig am meisten vertreten sind. Nämlich mit 26%.
Ein kleiner Fakt am Rande: ganze 2000 Frauen lassen sich jährlich ihre Schamlippen verkleinern und man geht einfach davon aus, dass das an einer großen Verunsicherung liegt, weil zum einen keine Norm- und Durchschnittswerte von Schamlippen bekannt sind und zum anderen haben die Frauen, die im Aufklärungsmaterial vorkommen, auch immer Vulven, die dem Schönheitsideal entsprechen. Und man fand sogar in einer Studie heraus, dass ganze 60% der Frauen, deren inneren Schamlippen nicht von den äußeren bedeckt werden, ihre Vulva als nicht schön oder sogar als hässlich bezeichneten. Und ich denke, aber das ist kein Fakt, nur meine eigene Meinung, dass das zeigt, dass es zumindest an dieser Stelle noch an guter sexueller Aufklärung fehlt. Doch wer entscheidet sich jetzt überhaupt für eine Schönheitsoperation? Wie wir ja gesehen haben, sind es vor allem Frauen und das Durchschnittsalter lag sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern im Jahr 2018 bei 41 Jahren. Bleiben wir im Jahr 2018, wurden die meisten Schönheitsoperationen in Brasilien und den USA durchgeführt. Deutschland ist aber auch ganz weit vorne, nämlich auf dem 5. Platz. Das Ganze muss man aber natürlich auch in Relation zu der Einwohnerzahl sehen und es wurden auch nur Länder berücksichtigt, die repräsentative Daten vorlagen. Jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, an dem ich mich frage, wie viele Personen, die eine Schönheitsoperation durchgeführt haben, sind auch tatsächlich zufrieden mit dem Ergebnis. Und wenn ihr euch erinnern könnt, vorhin bei der Rubrik Zwei Wahrheiten und eine Lüge gab es einen Fakt, der sich genau darum gedreht hat. In einer Umfrage in Deutschland im Jahr 2019 gaben ganze 16% der Befragten an, dass sie eine Schönheitsoperation durchgeführt haben, motiviert durch ihr persönliches Umfeld und nicht aus eigener Motivation heraus. Dieser Fakt ist wahr und um das besser aufschlüsseln zu können, schauen wir uns auch zu diesem Fakt eine Statistik an. Natürlich sehen wir hier vor allem, dass die meisten Personen angegeben haben, ich habe eine Schönheitsoperation aufgrund meiner eigenen Motivation gemacht, nämlich mit 77,3%. Es gab aber eben auch Personen, die gesagt haben, ich habe eine Schönheitsoperation aufgrund meines persönlichen Umfeldes gemacht. Wie gesagt, das sind die knapp 16%. Und darauf folgt auch noch das Berufsumfeld mit 4,1% und die sozialen Medien mit 2,3%. Eine Sache finde ich wichtig bei dieser Statistik zu erwähnen und eigentlich gilt es auch für viele andere Statistiken, die hier in diesem Video gezeigt wurden, aber bei dieser ist es mir besonders wichtig, denn die Umfrageergebnisse basieren nur auf der Selbsteinschätzung der Befragten und wenn sie sich falsch einschätzen, dann verfälscht es ja auch das Ergebnis bzw. man kann es nicht mehr so sehr auf die Gesamtheit anwenden. Ich sage das gar nicht, um irgendwie die Zahlen zu hinterfragen, aber ich finde trotzdem wichtig, dass man sich das irgendwie im Hinterkopf behält. Nur 54% der Personen, die eine Schönheitsoperation gemacht haben, gaben an, sehr zufrieden mit dem Ergebnis zu sein. Auch dieser Fakt ist wahr und als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, okay, 54% sind eigentlich relativ wenig. Also ich würde mir natürlich wünschen, dass mehr Personen angeben, dass sie sehr zufrieden mit der Schönheits-OP sind. Aber man muss trotzdem generell sagen, dass mehr Personen zufrieden mit ihrer Schönheits-OP sind, als sie es nicht sind. Wie gesagt, 54% der Befragten sind sehr zufrieden mit ihrer Schönheitsoperation und es gibt immerhin noch 29%, die zufrieden sind. Es gibt aber auch 6%, die sehr unzufrieden sind oder eher unzufrieden. Die Haartransplantation ist mit einem Durchschnittswert von 5.800 € die teuerste Schönheitsoperation in Deutschland. Wie sollte es anders sein? Dieser Fakt ist jetzt natürlich falsch. Am teuersten sind Brustverkleinerung und Bruststraffung, gefolgt von der Brustvergrößerung inklusive einem Implantat und am günstigsten ist die Faltenbehandlung. Dazwischen ordnet sich dann die Haartransplantation ein. Eine letzte Frage müssen wir jetzt aber noch klären. Wenn ihr mein letztes Video gesehen habt, dann wisst ihr, dass ich mir dort vor allem die Frage gestellt habe, ob man eine Schönheitsoperation vor allem für sich selbst macht oder um anderen zu gefallen. Und eigentlich haben wir die Frage schon indirekt geklärt, nehmen wir uns einfach nochmal die Statistik zur Motivation für eine Schönheitsoperation vor. Natürlich kann man nur spekulieren, was es bedeutet, dass Personen aufgrund ihres persönlichen oder auch beruflichen Umfelds eine Schönheitsoperation gemacht haben. Fakt ist aber, dass sie diesen Punkt gewählt haben, statt diesen der eigenen Motivation. Das interpretiere ich so, dass diesen Personen tatsächlich bewusst ist, dass sie sich vor allem aufgrund der Meinung anderer und nicht für sich selbst
operieren. Es kann natürlich auch sein, dass sowieso schon eine Unsicherheit besteht und das dann durch das eigene Umfeld einfach noch verstärkt wird. Ein weiteres Argument dafür, dass die gesellschaftlichen Gegebenheiten einen wesentlichen Teil in Bezug auf die Entscheidung für eine Schönheits-OP ausmachen, ist, dass in einer Umfrage der Gesellschaft für ästhetisch-plastische Chirurgie 70% der Fachärzte angaben, dass sie sich vollkommen oder zumindest teilweise sicher sind, dass Trends, die in Massenmedien oder auch sozialen Medien behandelt werden, einen Einfluss auf die Nachfrage in ihrer Klinik haben. Hey ihr Lieben, ich habe das Video jetzt fertig geschnitten und mir ist aufgefallen, dass ich gar nicht mehr so viel zu dieser Frage gesagt habe. Also ich habe gar nicht geklärt, macht man eine Schönheitsoperation jetzt nur für sich selbst aufgrund der eigenen inneren Unzufriedenheit oder hat es doch viel mehr damit zu tun, wie wir auf andere Menschen wirken und wie andere Menschen auf uns reagieren. Also spielt unser Umfeld und unsere Gesellschaft eine Riesenrolle? Das ist ja eigentlich die Frage und das war ja auch schon die Frage im letzten Video. Und ich glaube, während ich das Skript geschrieben habe, habe ich mir schon gedacht, okay, ich brauche gar nicht mehr so sehr darauf eingehen, denn eigentlich ist es eine Frage, die ich in diesem Video nicht so eindeutig beantworten kann und bei der es sich einfach lohnt, das erste Video eben zu dem Thema Schönheitsoperationen anzusehen, in dem wir eher darüber philosophiert haben. Stimmt das nun, stimmt das nicht, was spielt damit rein? Und auch eine Person, die in diesem Bereich arbeitet, hat ihre Meinung zu diesem Thema gegeben. Deswegen würde ich an dieser Stelle einfach das andere Video empfehlen. Denn man findet einfach in keiner vertrauenswürdigen Quelle, beziehungsweise ich habe es nicht gefunden, dass dort eindeutig steht, man macht eine Schönheitsoperation immer und ausschließlich, um besser von anderen Personen wahrgenommen zu werden, um mehr Anerkennung zu bekommen, um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, um, ach was weiß ich, also irgendetwas in dieser Art, was eben für diese Theorie spricht. So einen eindeutigen Satz findet man nicht und deswegen werde ich das auch in diesem Video nicht so wiedergeben, sondern möchte diese Frage einfach offen lassen. Trotzdem noch zwei Dinge, die mir eingefallen sind und bei denen ich mich sogar wundere, dass ich gar nicht so viel darüber rausgesucht habe. Im Nachhinein ärgere ich mich ein bisschen, die werde ich kurz ankratzen. Das erste ist die Wichtigkeit von Anerkennung und Aufmerksamkeit für uns Menschen. Schaut euch super gerne den Faktencheck zur Quarterlife Crisis an. Dort habe ich das sehr thematisiert und ich kann mir vorstellen, dass es auch in diesem Punkt stark einfließt. Und die zweite Sache ist, die ich viel spannender finde noch, dass es tatsächlich ein inneres Bedürfnis nach Schönheit gibt, basierend auf unserer Biologie, ganz einfach, um einen Partner zur Fortpflanzung zu finden. Und das bedeutet ja, es gibt diesen ganz natürlichen Wunsch, schön sein zu wollen. Aber trotzdem basiert dieser Wunsch auf anderen Menschen. Denn wenn es um Fortpflanzung geht, geht es um andere Menschen. Und könnte man sich fortpflanzen ohne den Paarungsakt, dann ja, dann wäre es einem vielleicht sogar weniger wichtig, schön sein zu wollen. Aber eine Sache ist ganz, ganz wichtig und die blende ich euch kurz ein. Also generell, das muss man vielleicht nochmal sagen, generell ist an einer Schönheits-OP meiner Ansicht nach überhaupt nicht zu verwerflich. Mach doch, was du willst, wenn du deinen Körper verändern möchtest und du hast einfach verdammt viel Schotter, dann mach das halt. Oder dir ist es wirklich so ein starkes Anliegen, dann hat das gar keiner zu hinterfragen. Dann hat das überhaupt gar keiner irgendwie in Frage zu stellen oder können die ja machen, aber sollte für dich keine große Rolle spielen. Denn letztendlich ist es doch auch egal, weswegen man nun die Schönheitsoperationen macht. Wenn du dich nach der Schönheitsoperation besser fühlst, dann ist es doch super. Und dann hat es, wie eben auch schon gehört, niemand zu hinterfragen. Also, ich habe gerade nochmal den Artikel überflogen, den ich mir auch vor diesem Video durchgelesen habe. Und der ist wirklich spannend. Dort wird auch über verschiedene Schönheitsideale geschrieben und so weiter. Ich packe euch ja immer die Quellen in die Infobox und ich werde einfach diesen Artikel ganz oben verlinken, falls euch dieses Thema interessiert. Denn in diesem Video ging es ja eigentlich mehr darum, ein paar Fakten über Schönheitsoperationen zu nennen, aber es ist natürlich auch sehr spannend, überhaupt etwas über Schönheit zu lesen. Das ist ja das, worauf das Ganze überhaupt basiert. Und ja, das war's dann mit diesem Video und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten wieder.